Das war jetzt insgesamt wahrscheinlich sehr viel Information über diese einzelnen Aspekte in agentenbasierten Makromodellen. Es sind halt, das ist so ein bisschen, da merkt man jetzt direkt auch so diesen Nachteil der Modellverifizierung, ne? Diese Modelle werden relativ schnell, relativ komplex und man muss wirklich aufpassen, dass man selber den Überblick darüber behält, was eigentlich die treibenden Mechanismen in dem Modell sind. Und das ist eben das, was letztendlich die Modellverifizierung auch schwieriger macht. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal kurz einen Überblick geben. In der Regel bestehen eben solche agentenbasierten Modelle mindestens mal aus den folgenden Agententypen. Zum einen haben wir Haushalte, wir haben Firmen, manchmal unterteilt in Kapitalgut- und Konsumgutfirmen, und wir haben Banken, und die interagieren miteinander auf unterschiedlichen Märkten. Und das können wir uns jetzt sozusagen auf diese Art und Weise hier so eine Übersicht basteln. Wir haben einen Markt für Konsumgüter. Auf diesem Markt für Konsumgüter bieten Konsumgutfirmen die Güter an und die Haushalte übernehmen die Rolle an Nachfragern. Wir haben, wenn wir die Unterscheidung zwischen Konsum- und Kapitalgutfirmen haben, einen Markt für Kapitalgüter. Da sind eben Kapitalgutfirmen die Anbieter, Konsumgutfirmen die Nachfrager. Wir haben einen Arbeitsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt spielen die Haushalte die Rolle der Anbieter und die Firmen die Rollen der Nachfrager. Wir haben einen Markt für Kredite, falls Firmen eine Finanzierungslücke haben können und die dann nicht durch interne Funds füllen können und die Möglichkeit des Modells gegeben wird, dann versuchen sie eben Kredite aufzunehmen. Das heißt, hier sind die Banken die Anbieter, die diese Kredite dann unter Umständen bedienen und die Firmen die Nachfrager. Und dann gibt es eben noch diverse Möglichkeiten für weitere Finanzmarktaspekte, wo es in der Regel so ist, dass die Banken eben bestimmte Finanzprodukte anbieten und die Haushalte diese dann kaufen, wobei auch hier es, wie gesagt, relativ viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt dann darüber hinaus noch weitere Agentenklassen wie die Regierung oder die Zentralbank oder je nachdem nach Modell auch noch weitere Agentenklassen. Aber ich glaube, so das hier, das bietet schon mal einen ganz guten Überblick, ne? Und ich finde, das ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, die agentenbasierten Modelle zu strukturieren, wo wir hier auf der einen Seite die Agententypen haben und dann hier die Märkte, wo diese Agenten dann miteinander interagieren, gemäß der Interaktionsprotokolle, die im Modell eben fokussiert sind. Dann noch ein paar abschließende Kommentare. Ich meine, was jetzt hier, denke ich, deutlich geworden ist, agentenbasierte Modelle weisen zahlreiche Freiheitsgrade aus. Das ist auf der einen Seite eine Chance, weil man sich sehr stark an Spezialisten Disziplinen orientieren kann. Da haben wir ein paar Beispiele gesehen, so insbesondere Marketing-Management-Literatur. Gleichzeitig natürlich auch die Gefahr, dass man so ein bisschen den Überblick verliert. In der Regel ist es immer so, dass die unterschiedlichen Bereiche sehr unterschiedlich komplex modelliert sind und das ist eben die Frage, je nachdem, welchen Fokus das Modell hat. Es gibt agentenbasierte Modelle, die haben ihren Fokus auf der Frage nach der Regulierung von Finanzmärkten und der Rolle von finanzieller Instabilität. Da haben wir dann einen relativ komplexen Finanzmarkt mit vielen Banken, unterschiedlichen finanziellen Assets, wo dann aber zum Beispiel technische Innovation eine geringere Rolle spielt bei den Firmen oder wir vielleicht gar keine Unterscheidung haben zwischen Kapital- und Konsumgutfirmen. Wir haben Modelle, wo technologischer Wandel, Innovation und Wachstum eine große Rolle spielt, die also für die kurze und lange Frist gebaut sind. Da ist dann eben Innovationsprozesse bei den Firmen spielt eine extrem große Rolle. Dafür ist der Finanzmarkt dann oft nicht existent oder weniger ausgeprägt. Wir haben Modelle, deren Hauptzweck es ist, Key Stylized Facts irgendwie zu matchen, um danach dann so als Experimentallabor zu dienen, wo man dann verschiedene Regularien für Fiskal- und Geldpolitik ausprobieren kann. Die haben dann oft so eine ausgewogene Komplexität in verschiedenen Bereichen. Oder wir haben halt Modelle, die halt sehr stark auf die Haushalte abzielen, wo die Rolle von sozialen Dynamiken wie Lerneffekte, Nachahmung, hierarchischer Einfluss und so weiter modelliert werden. Also da hängt es einfach sehr stark von diesem Model Construal letztendlich ab, wo jetzt in dem Modell der Fokus gesetzt wird. Insgesamt ist es ein extrem vielfältiges Feld. Der große Nachteil in Anführungszeichen, insbesondere wenn man jetzt einsteigen will, ist, dass es natürlich deutlich weniger Standards gibt als in der DSG-Literatur. Das macht es aber natürlich auch, denke ich mal, besonders innovativ. Und was auch ist, ich habe ja gesagt, so diese Makro-ABMs gibt es seit 2000 ungefähr. Es sind viele Fragen unbearbeitet, ne? Also was wie räumliche Ungleichheiten, gibt es im Moment einige Arbeiten zu.
Produktinnovationen bei, insbesondere bei Konsumgütern, wo es dann heterogene Produkte gibt, demografische Dynamiken, das sind alles so Sachen, wo man sagen würde, okay, ist auf jeden Fall wichtig, aber da ist im Moment noch niemand zu gekommen, nicht weil die Leute sagen, es ist nicht wichtig, sondern weil es einfach auch noch ein verhältnismäßig junges Feld ist, insbesondere wenn man es jetzt auch mal zu den DSGE-Modellen vergleicht. Was tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle im Moment spielt, ist die Frage, wie man diese Modelle validiert. Das ist ein großes Thema, wo man jetzt natürlich auch irgendwie so Big Data-mäßig versucht, zum Beispiel Haushaltsverhalten besser darstellen zu können, das Ganze nochmal empirischer zu validieren. Was das, denke ich, hier jetzt insbesondere im Vergleich zu den DSGE-Modellen ausmacht, ist dieser große Bedeutung, die halt auch der Realitätsnähe der Input-Annahmen, nenne ich sie jetzt mal auf individueller Ebene, gegeben wird. Also versucht man wirklich so ein ganzheitliches, generatives Bild von der Ökonomie zu basteln, aber man muss halt immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in der Komplexität verliert und insbesondere so diese Large-Scale-ABMs, wo wir jetzt, sage ich mal, in jedem Bereich, den wir jetzt kennengelernt haben, am oberen Ende der Komplexitätslevels operieren, sind natürlich einfach sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Was jetzt natürlich für sehr komplexe DSGE-Modelle auch gilt. Aber das ist einfach wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass halt dieser Trade-off zwischen Validierung und Verifizierung der Modelle hier schon relativ greifbar wird.